Hallo, heute mal wieder ein Auspackvideo, aber diesmal nicht nur mit einem Paket, sondern wie man schon sieht, haben sich hier einige Pakete angesammelt in der letzten Zeit. Deswegen werde ich die alle mal gemeinsam auspacken, also so eine Art Mailback-Video. Beginnen wir jetzt einfach mal mit dem ersten Paket. Schneiden wir dort mal die Seite auf und versuchen mal das aufzureißen. Mal gucken, was wir jetzt hier drin haben. Versuchen wir auch mal die Plastik-Luftfolie da aufzukriegen. Ist doch immer sehr gut eingepackt, aber hat ja auch einen weiten Weg hinter sich. Okay, ich sehe schon, das ist Teil eines demnächst kommenden Projektes. Ich hoffe, ich habe dann alle Teile zusammen. Also das ist ein Schaltnetzteil, ähnlich wie für einen Laptop. Ist eigentlich auch nichts anderes als ein Laptop-Netzteil. Dann haben wir hier noch was ich jetzt schon ausgepackt habe. Es handelt sich hier um einen Temperaturfühler, speziell für Lötkolben. Den will ich heute auch mal zeigen. Hakko FG100 mit entsprechenden Thermosensoren dabei. Also ja, ich habe mir dazu einige Videos bei YouTube angeguckt und es handelt sich hierbei um einen sehr günstigen Preis, den ich dafür bezahlt habe, also 10 Euro, 15 Euro so rund. Ja, für den Preis gibt es auf jeden Fall das Originalgerät laut den Aussagen nicht. Da liegt die Preisspanne zwischen 150 und 200 Euro und deswegen sind einige der Meinung, das ist ein Originalgerät, aber für einen anderen Markt, also für einen vermutlich asiatischen Markt. Dort habe ich es ja auch erstanden. Was es dazu zu sagen gibt, das Gerät soll angeblich die gleiche Performance haben wie das Originalgerät. Also deswegen gehe ich mal davon aus, dass das ganz gut ist. So, dann machen wir mal das nächste Paket auf. Schneiden wir hier mal die Verpackung irgendwie auf. So, alles immer sehr gut eingepackt. Aber verstehe ich ja auch. Man will ja auch nicht, dass der Kunde unzufrieden ist, nur weil die bestellte Ware nicht ordnungsgemäß eingekommen ist. Gut, es ist sehr leicht. Ist nichts mehr drin im Karton. Und was haben wir hier drin in der Luftfolie oder Luftpolsterfolie? Ja, die hätte ich für mein letztes oder vorletztes Video gebrauchen können. Das ist so Knöpfe für Rotary Encoder mit aus Alu. So, nächstes Paket schneiden wir das auch mal auf. Auch wieder gut Luftpolsterfolie drin. Und alle immer das gleiche gelbe Klebeband, scheint es da irgendwo in Massen zu geben. So, hier ist nichts mehr drin in der Luftpolsterfolie. Und was haben wir hier? Oh ja, darauf habe ich mich schon gefreut. Also das ist ein NRF 52832 Entwicklerboard. Da werde ich demnächst was zu erzählen. Also da habe ich schon lange drauf gewartet. Ein Glück ist es jetzt gekommen. Also, das ist hier so mit, ja, für Breadboard-Ausführungen rundherum alle Pins ausgeführt und innen ist so ein Modul aufgelötet. Da gibt es demnächst auf jeden Fall ein Video dazu. So, nächstes Paket. Da auch schon mal gespannt, was ist jetzt hier drin? Ist leer. So, keine Ahnung, was ich da bestellt habe, aber werden wir ja gleich sehen. Ah ja, okay, das ist auch super. Mein grüner, ich glaube 50 Milliwatt Laser. Der ist jetzt hier auch als optisches Modul durch den Zoll gegangen. Den werde ich demnächst auch mal zeigen. Also, wieder ein neues Gerät in die Lasersammlung. So, dann gucken wir mal, was wir hier haben.
Ah ja, das passt super, weil da werde ich demnächst mal zeigen, wie man eine Do-it-yourself-Lötstation zusammenbaut. Also haben wir hier lauter Kabel, Anschlusskabel. Dann haben wir hier das Innenleben des Lötkolbens, gehe ich mal von aus. Also ich habe es mir schon ein bisschen auf der Webseite angeguckt. So, dann haben wir hier eine Lötspitze. Ja, Namen sage ich jetzt nicht. T12. Dann hier ist der Handgriff dazu. Was haben wir hier? Ja, so ein bisschen Kolophonium. Oder ja, Lötflussmittel. Dann hier ist das Innenleben der Lötstation. Was haben wir hier noch in dem Karton? Ja, ich gehe mal davon aus, das sind keine Kabel, sondern ein bisschen Lötzinn, netterweise hier mitgebracht für unser kleines Projekt. Und was habe ich jetzt hier noch im Paket? Gucken wir auch mal kurz rein. Also keine Ahnung. So ein Karton, da kann natürlich alles drin sein. Und den Namen der Versender, den ist in Schriftzeichen gedruckt, die ich leider nicht lesen kann. Und ja, bin bisher noch dazu gekommen, die Sprache zu lernen, muss ich gestehen. Vielleicht versuche ich mich demnächst erstmal mit englischen Texten. Okay, ich sehe schon, was das sind. Das sind so, ja, AAA oder 3x AAA Batterien, allerdings in wiederaufladbarer LiFePO, also Lithium-Eisen-Akkus. Die haben nicht so eine hohe Kapazität, dafür halten sie besonders lange. Und vor allen Dingen haben sie einen Spannungsbereich von 3,2 Volt. Das ist gut für Microcontroller, die nur mit 3,3 Volt arbeiten, geeignet. Die Anregung habe ich aufgegriffen und hier gleich mal zugeschlagen. Also sortieren wir mal, was wir bekommen haben. Unseren NRF 52832, die Akkus, das Netzteil für die Lötstation. So, und hier noch ein paar Sachen, die ich kurz vorher bekommen habe. Es handelt sich hier alles um Lötspitzen, also hier so eine abgewinkelte Lötspitze. Dann haben wir hier so eine Spatenform, abgeschrägte Spatenform. Und als nächstes hier so eine konische Form. Dann hier so eine abgeschrägte Form zum Ziehen von Löten. Dann noch eine dünne, noch dünnere konische Form. Dann hier so leicht gerade. Ich zeige gleich nochmal die ganzen Typen. Dann nochmal konisch und nochmal so ein bisschen dünner abgeschrägt. So, zeigen wir mal hier die Typen. Da haben wir den T12B. Das ist die abgeschrägte T12BC2. Dann diese dicke D24, D4, C1, ganz feine Spitze. Dann C4, das ist diese ganz breite. I, dann den K, diese Spatelform. Und die abgeschrägte ist die JL02. So, jetzt kommt noch ein Update zu der FX951 Lötstation, da ich diesen Temperatursensor zu dem Zeitpunkt noch nicht hatte. Deswegen möchte ich hier gerne noch einen Nachtrag zum Testen dieser Lötstation machen. Also hier sind diese Sensoren aufgebracht. Die werden hier auf diese drei Anschlüsse aufgesteckt. Da kann man hier so reindrücken und dann spannt sich das, der Sensor da. Die Anschlüsse sind ja mit Rot und Blau gekennzeichnet. Kann man sich auch hier nochmal die Anleitung dazu angucken.
Also kommen eine 9 Volt Batterie rein. Und was gibt es noch zu erzählen? Wie man den Sensor anbringt. Okay, das habe ich jetzt einfach schon mal gemacht, so wie ich das denke. Und die Temperatur misst man am besten, indem man die Lötspitze in die Mitte hält. So, packen wir mal eine Batterie da rein. Hier ist dann so ein typischer 9 Volt Blockbatterieanschluss. Auf die richtige Polung achten. So, ist ja lange genug, dann drehen wir mal das schön um. So. Dann kann ich nämlich gleich zeigen, wie gut die Lötstation denn in ihrer Temperatur stabil ist. Schalten wir das Gerät mal an. Ist hier sehr warm. 30 Grad, 31 Grad, also mir ist warm genug. So. Am besten misst man immer mit einer sauberen Lötspitze, die man ganz frisch verzintert. Dann ist der Temperaturübergang zu dem Lötsensor am besten. So, jetzt spiegelt sich das hier in der Kamera. Ich zeige das gleich nochmal besser. Also, jo, für den ersten Eindruck 3 Grad, also ich habe es gerade auch 348 Grad Celsius gesehen, 2 Grad Abweichung, 2, 3 Grad Abweichung ist völlig in meinem Hobbybereich. Schalten wir mal ein bisschen eine andere Temperatur ein, 300 Grad. Natürlich ein bisschen warten, bis es abkühlt. Kann ich inzwischen schon mal ein bisschen vorbereiten. Ich halte das mal an die Kamera, so ein bisschen abkühlen lassen. Dann die Lötspitze, ja, wie auf dem Bild gesehen, genau in die Mitte rein. Jetzt dauert es vielleicht noch ein bisschen, bis es abgekühlt hat. 310 Grad zeigt das Messgerät, 300 Grad die Lötstation. Lass ich mal nochmal von vorne zweite Messung zu. So ist immer noch ein bisschen drüber. Jetzt nur noch 7 Grad. Vielleicht lass das nochmal ein bisschen abkühlen. Es spiegelt sich da mein Licht. Na gut. Vielleicht probieren wir es nochmal mit einem anderen Bereich aus. Gut, jetzt wollte ich 250 eigentlich machen. Da fangen wir nochmal von vorne an. Okay. Schalten wir erstmal die 50 ein. So, 250 Grad möchte ich einstellen. So, lassen wir es mal wieder abkühlen. Okay. Machen wir es vielleicht doch nochmal ganz ordentlich schön sauber machen. Bisschen abkühlen lassen. Dann ordentlich die Lötspitze verzinnen, damit wir auch einen guten Temperaturübergang zu dem Sensor haben. So. Und dann halte ich das genau hier in die Mitte von dem Sensor, wie man sieht. So, 6 Grad drüber. Okay, 8, 9. Vielleicht ist aber noch nicht richtig abgekühlt, die Spitze. Der Sensor im Gerät ist vielleicht schon kühler als die Spitze selber. Lass ich nur mal ein bisschen für eine zweite Messung abkühlen. Gucken. Immer noch ein bisschen drüber, aber ja, für meinen Hobbybereich, okay. Sollen 7 Grad mehr oder weniger auch nicht viel ausmachen. Aber alle guten Dinge sind 3. Lassen wir es mal ein bisschen abkühlen. Und dann messen wir noch ein drittes Mal. So, wieder 7 Grad zu viel. Ich denke mal, vielleicht jetzt sind wir schon bei 8 Grad.
Jo. Dann stellen wir mal noch einen anderen Temperaturbereich ein. Wieder den Schlüssel rein. Nehmen wir mal 400 Grad. 400 Grad Celsius natürlich. Auch mit einer schönen frischen Lötspitze. So. Ja, bei mir ist es schön warm, 31 Grad. So, jetzt sind wir schon bei 380, 81. Jetzt haben wir hier ein bisschen weniger. So 20 Grad sind vielleicht so 5% weniger. Vielleicht habe ich auch zu wenig Lötzinn auf der Spitze. Gehen wir dem. Der Temperatur noch mal eine Chance hier von der Lötstation. Wenn ich da gut Lötzinn drauf mache. 380. Ja, schon 15 Grad von der Anzeige entfernt. So, aber steigt nicht mehr. Vielleicht halte ich das ja auch im falschen Winkel. Gucken wir es mal nochmal. Nicht nur die ganz feine Spitze, sondern ein bisschen so seitlich zu halten. So, jetzt haben wir schon 386 Grad Celsius. Also nur noch 14 Grad von der Anzeige der Lötstation entfernt. Ja. Und noch ein Bereich. Versuchen wir mal 300. 30 Grad nochmal, so ganz zum Schluss. Dann soll es aber auch reichen. Also noch, das ist jetzt noch der letzte Bereich hier. Mache ich meine Spitze, während sie abkühlt, nochmal ordentlich sauber. Und dann nochmal gut verzinnen. Ganz frisch, damit mir hier keiner sagen kann, ich hätte es falsch bedient. Ich hoffe mal jedenfalls, dass ich es richtig mache. Habe ja die Anleitung nicht so richtig gelesen, muss ich gestehen. So, jetzt sind wir hier 7 Grad auseinander wieder. 7 Grad zu wenig, 6 Grad zu wenig. So 5 Grad nur noch auseinander. Ich denke mal, also. Lassen wir noch mal kurz aus, abkühlen. Dann machen wir noch eine Messung. Schön mit der Seite. 7 Grad zu wenig. Also. Gut, jetzt habe ich ein bisschen doll gedrückt. Zu viel sollte man vielleicht auch nicht auf den Sensor pressen. 4 Grad nur noch auseinander. 3 Grad. 2 Grad sogar nur noch. Also, entweder sind jetzt beide Geräte schlecht, aber ich glaube, also für den Preis sind beide Geräte aus meiner Sicht, also für meinen Hobbybereich, völlig in Ordnung. Ja, wieder mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr habt was gelernt. Und wenn es euch auch nicht gefallen hat, dann schreibt einfach einen Kommentar, bevor ihr einfach einen Daumen runter gibt. Da wäre mal interessant, einfach zu wissen, was sind die Gründe, die euch dazu bewegen, dass einem das nicht gefällt. Oder natürlich hoffe ich, dass es euch ja gefallen hat. Dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wer es noch nicht getan hat, abonniert den Kanal, dann werdet ihr auch automatisch über Neuigkeiten informiert.